Ich übe jetzt mit einem Finger, das soll nicht heißen, nee, ich weiß nicht besser, sondern hallo. Es ist Urlaubszeit, wir sind mitten im Sommer, alle möglichen Leute fahren in Urlaub. In diesem Jahr ist es noch so ein bisschen, keiner weiß genau was, wann, warum, wieso, wegen Corona nach wie vor. Aber Achtung, sage ich nur, wenn ihr im Urlaub seid, wenn die Schlacht am Buffet losgeht, es gibt nur einen einzigen, der im Urlaub zweimal All-Inclusive bestellt. Das ist Chuck Norris. Also aufpassen, wenn ihr ihm begegnet. Es ist viel wahrscheinlicher, dass die beiden großen Feldherren, bei denen jetzt auch die politische Entscheidung stand, den Frieden, wie er war, boten und annahmen, um dort der ungestümen Rachsucht der Sieger, hier der Hartnäckigkeit und dem Unverstand der Überwundenen gerechte und verständige Schranken zu setzen. Der Seelenadel und die staatsmännische Begrabung der hohen Gegner zeigt sich nicht minder in Hannibals großartiger Führung in das Unvermeidliche als in Scipios weisen Zurücktreten von dem Überflüssigen und Schmählichen des Sieges. Sollte er, der hochherzige, freiblickende Mann, sich nicht gefragt haben, was es denn dem Vaterland nütze, nachdem die politische Macht der Karthagerstadt vernichtet war, diesen uralten Sitz des Handels und Ackerbaus völlig zu verderben und einen der Grundpfeiler der damaligen Zivilisation frevelhaft niederzuwerfen. Die Zeit war noch nicht genau gekommen, wo die ersten Männer Roms sich behergaben und Henkern der Zivilisation, der Nachbarn und die ewige Schande der Nation leichtfertig glaubten, von sich mit einer müßigen Träne abzuwaschen. So war der zweite punische, oder wie die Römer ihn richtiger nennen, der hannibalische Krieg beendigt, nachdem er 17 Jahre vom Hellespont bis zu den Säulen des Herkules die Inseln und Landschaften verheert hatte. Welche Lücken Krieg und Hunger in den Reihen der italischen Bevölkerung gerissen hatten, zeigt das Beispiel der römischen Bürgerschaft, deren Zahl während des Krieges fast um den vierten Teil geschwunden war. Die Angabe der Gesamtzahl in der hannibalischen Krieg gefallenen Italiker auf 300.000 Köpfe scheint danach durchaus nicht übertrieben. Eine Menge blühender Ortschaften, man rechnet 400, war vernichtet und verderbt. Das mühsam gesparte Kapital aufgezehrt, die Bevölkerung durch das Lagerlegen demoralisiert. Die alte gute Tradition bürgerlicher und bäuerlicher Sitte von der Hauptstadt bis an das letzte Dorf untergraben. Sklaven und verzweifelte Leute taten sich in Räuberbanden zusammen, von deren Gefährlichkeit es einen Begriff gibt, dass in einem einzigen Jahre, 185, allein in Apulien 7000 Menschen wegen Straßenraubs verurteilt werden mussten. Die sich ausdehnenden Weiden mit den halbwilden Hirtensklaven begünstigten diese heillose Verwilderung des Landes. Der italische Ackerbau sah sich in seiner Existenz bedroht durch das zuerst in diesem Krieg aufgestellte Beispiel, dass das römische Volk statt von selbstgeerntetem, auch von sizilischem und ägyptischem Getreide ernährt werden könnte. Dennoch durfte der Römer, dem die Götter beschieden hatten, das Ende dieses Riesenkampfes zu erleben, stolz in die Vergangenheit und zuversichtlich in die Zukunft blicken. Zwar viel verschuldet, aber auch viel erduldet worden. Das Volk, dessen gesamte dienstfähige Jugend fast 10 Jahre hindurch Schild und Schwert nicht abgelegt hatte, durfte manches sich verzeihen. Jenes, wenn auch durch wechselseitige Befehdung unterhaltene, doch in ganz friedliche und freundliche Zusammenleben der verschiedenen Nationen, wie es das Ziel der neueren Völkerentwicklungen zu sein scheint, ist dem Altertum fremd. Damals galt es Amboss zu sein oder Hammer, und in dem Wettkampf der Sieger war der Sieg den Römern geblieben. In Afrika ging die römische Politik wesentlich auf in dem einen ebenso kurzsichtigen wie engherzigen Gedanken, das Wiederaufkommen der karthagischen Macht zu verhindern. Und deshalb die unglückliche Stadt beständig unter dem Druck und unter dem Damoklesschwert einer römischen Kriegserklärung zu halten. Schon die Bestimmung des Friedensvertrages, dass den Karthagern zwar ihr Gebiet ungeschmälert bleiben, aber ihrem Nachbar Massinissa alle diejenigen Besitzungen garantiert werden sollten, die er oder sein Vorweser innerhalb der karthagischen Grenzen besessen hatten, sieht fast so aus, als wäre sie hineingesetzt, um Streitigkeiten zu beseitigen, sondern zu erwecken. Dasselbe gilt von der durch den römischen Friedenstraktat den Karthagern auferlegten Verpflichtung, nicht gegen römische Bundesgenossen Krieg zu führen,
sodass nach dem Wortlaut des Vertrages sie nicht einmal befugt waren, aus ihrem eigenen und unbestrittenen Gebiet den numidischen Nachbar zu vertreiben. Bei solchen Verträgen und bei der Unsicherheit der afrikanischen Grenzverhältnisse konnte Karthagos Lage gegenüber einem ebenso mächtigen wie rücksichtslosen Nachbarn und einem Oberherrn, der zugleich Schiedsrichter und Partei war, nicht anders als peinlich sein. Aber die Wirklichkeit war ärger als die ärgsten Erwartungen. Schon 193 sah Karthago sich unter nichtigen Vorwänden überfallen und den reichsten Teil seines Gebiets, die Landschaft Emporiae und an der kleinen Syrte, teils von Numidiern geplündert, teils sogar von ihnen Besitz genommen, so gingen die Übergriffe beständig weiter. Das platte Land kam in die Hände der Numidier und mit Mühe behaupteten die Karthager sich in den größeren Ortschaften. Bloß in den letzten 2 Jahren, erklärten die Karthager im Jahre 172, seien ihnen wieder 70 Dörfer vertragswidrig entrissen worden. Botschaft über Botschaft ging nach Rom. Die Karthager beschworen den römischen Senat, ihm entweder zu gestatten, sich mit der Waffe zu verteidigen oder ein Schiedsgericht mit Spruchgewalt zu bestellen oder die Grenze neu zu regulieren, damit sie wenigstens ein für alle Mal erführen, wie viel sie einbüßen sollten. Besser sei es sonst, sie geradezu zu römischen Untertanen zu machen, als sie so allmählich den Libyern auszuliefern. Aber die römische Regierung, die schon 200 ihren Klienten geradezu Gebietserweiterungen natürlich auf Kosten Karthagos in Aussicht gestellt hatte, schien wenig dagegen zu haben, dass er die ihm bestimmte Beute sich selber nahm. Sie mäßigte wohl zuweilen das allzu große Ungestüm der Libyer, die ihren alten Peinigern jetzt das Erlittene reichlich vergelten, aber im Grunde war es ja eben dieser Quälerei wegen Massinissa von den Römern Karthago zum Nachbarn gesetzt worden. Alle Bitten und Beschwerden hatten nur den Erfolg, dass entweder römische Kommissionen in Afrika erschienen, die nach gründlicher Untersuchung zu keiner Entscheidung kamen, oder bei den Verhandlungen in Rom Massinissas Beauftragte Mangel an Instruktionen vorschützten und die Sache vertagt ward. Nur phönikische Geduld war imstande, sich in eine solche Lage mit Ergebung zu schicken, ja dabei den Machthabern jeden Dienst und jede Artigkeit, die sie begehrten, mit unermüdlicher Beharrlichkeit zu erweisen und namentlich durch Kornsendungen und die römische Gunst zu buhlen. Indes war diese Fügsamkeit der Besiegten doch nicht bloß Geduld und Ergebung. Es gab noch in Karthago eine Patriotenpartei und an ihrer Spitze stand der Mann, der, wo immer das Schicksal ihn hinstellte, den Römern furchtbar blieb. Sie hatte es nicht aufgegeben, unter Benutzung der leicht vorauszusehenden Entwicklung zwischen Rom und den östlichen Mächten noch einmal den Kampf aufzunehmen und, nachdem der großartige Plan Hamilkars und seiner Söhne wesentlich an der karthagischen Oligarchie gescheitert war, für diesen neuen Kampf vor allem das Vaterland innerlich zu erneuern. Die bessernde Macht, der Not und wohl auch Hannibals klarer, großartiger und menschenmächtiger Geist bewirkten politische und finanzielle Reformen. Die Oligarchie, die durch die Erhebung der Kriminaluntersuchung gegen den großen Feldherrn wegen absichtlich unterlassener Einnahme Roms und Unterschlagung der italischen Beute das Maß ihrer Verbrechen in Torheiten vollgemacht hatte, diese verfaulte Oligarchie wurde auf Hannibals Antrag über den Haufen geworfen und ein demokratisches Regiment eingeführt, wie es den Verhältnissen der Bürgerschaft angemessen war, vor 195. Die Finanzen wurden durch die Beitreibung der rückständigen und unterschlagenen Gelder und durch Einführung einer besseren Kontrolle so schnell wieder geordnet, dass die römische Kontribution gezahlt werden konnte, ohne die Bürger irgendwie mit außerordentlichen Steuern zu belasten. Die römische Regierung, eben damals im Begriff, den bedenklichen Krieg mit dem Großkönig von Asien zu beginnen, folgte diesen Vorgängen mit begreiflicher Besorgnis. Es war keine eingebildete Gefahr, dass die karthagische Flotte in Italien landen und ein zweiter hannibalischer Krieg sich dort entspinnen könne, während die römischen Legionen in Kleinasien fochten. Man kann darum die Römer kaum tadeln, wenn sie eine Gesandtschaft nach Karthago schickten, 195, die vermutlich beauftragt war, Hannibals Auslieferung zu fordern. Die grollenden karthagischen Oligarchen, die Briefe über Briefe nach Rom sandten, um den Mann, den sie gestürzt wegen einer geheimen Verbindung...
wegen geheimer Verbindung mit den antirömisch gesinnten Mächten dem Landesfeind zu denunzieren, sind verächtlich. Aber ihre Meldungen waren wahrscheinlich richtig. Und so war es es auch, dass in jener Gesandtschaft ein demütigendes Eingeständnis der Furcht des mächtigen Volkes vor dem einfachen Schofeten von Karthago lag. So begreiflich und ehrenwert es ist, dass der stolze Sieger von Zama im Senat Einspruch tat gegen diesen erniedrigenden Schritt, so war doch jenes Eingeständnis eben nichts anderes als die schlichte Wahrheit und Hannibal eine so außerordentliche Natur, dass nur römische Gefühlspolitiker ihn länger an der Spitze des karthagischen Staats dulden konnten. Bis zum nächsten Mal.